Die Schwäche von den Feuer ist. Der Seilwerfer. Daneben, nice. Alter. Da war ein normaler Pfeil, den ich gerade schieße. Das Nora-Mädchen lebt? Tötet sie! Nein, ihr hattet eure Chance. Ja, okay, der kommt tatsächlich hier hoch. Oh, 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 oh. Wow. Oh, 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 oh. Womit wirft der denn? Das ist gemeingefährlich. Ich glaube, das könnte sowas werden. Brauchen wir einen langen Atem, aber es könnte sowas werden. Okay. Die Viecher sehen aus wie Skorpione, die nehmen ja kaum Schaden. Ja. Die sind alle ziemlich stark, leider, die Viecher. Das Ding. Wenn sind beide. Aber wo sind denn hier noch Menschen? Die von da geschossen. Ach du Scheiße, ich brenne. Da. Ah! Nein, doch nicht meine Deckung zerstört. Seid ihr denn des Wahnsinns? So, ich versuche jetzt mal was. Versuch mal hiermit. Oha, das hat nicht getroffen. Ah, ist alles zu weit weg, leider. Oh. Und da hinten schießt der. Ich dachte, das wäre. Hä? Ich sehe da gar keinen. Shit. Oh, das andere Vieh ist auch schon wieder hier, ne? Ja. Bombenpfeile wäre es doch noch besser. Ja, habe ich leider nicht. Ich habe nur die Feuerpfeile. Ah, die haben halt auch nur diese beiden Schwachstellen, ne? Wenn
das Ding da wenigstens kaputt gehen würde. Oder so explodieren würde wie bei dem Schnappmaul vorhin. Einfach Krachbumm machen, dann sind sie alle weg. Ja, das wäre schön, ne? Wenn du da so stehen bleibst, noch besser. Macht er natürlich nicht. Aber wäre das so nett. Kann nicht mehr viele Feuerpfeile machen, ne? Scheiße. Du siehst sie, sie sehen dich nicht. Ja. Gieß einfach mal. Okay. Nice. Also auch wenn sie noch nicht angezeigt werden, sie sind da. Hätte ich die schon mal weg. Okay, was auch immer da gerade passiert. Machen die da die Dinger? Okay, sind es jetzt nur noch die, ne? Da hinten ist noch einer. Ich kann durchatmen. Okay. Das sind jetzt nur noch die beiden Viecher, ne? Wäre schon mal gut. Die sich da gerade um den Odin kümmern, ne? Habe ich das Gefühl. Mein Gott. Alter. Ja. Das kann ja was werden hier wieder, du. Oh, da wirft er schon wieder mit den Steinen. Hoch, 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 hoch. Ui, ui, ui. Was ist mit dem denn da? Der soll mal schön abhauen. Muss mal einen Zielkurs machen. Ja, ich glaube auch, ne? Das ist halt nicht so leicht, weil ich halt immer auf die Schwachstelle ziele. Aber wenn die sich dann immer so direkt bewegen... Wenn die Dinger auch mal so explodieren würden wie die Schnappmäuler vorhin, oder das eine Schnappmaul, das wäre nice. Aber wenn ich wenigstens mit den Feuerfallen das Ding hier noch wegkriege, wenn sie alle stehen bleiben würde, wäre es ja zu einfach. Ja. Sehe ich auch so, aber kannst halt mit denen nicht wirklich in den Nahkampf gehen, ne? Ich könnte aber mal gucken, den Scharfschussbogen haben. 14% mehr Schaden, 13% mehr Schaden. Handhabung. Was macht Handhabung eigentlich? Ich weiß das. Abrisshandhabung Feuer. Vielleicht mache ich einmal das. Und hier einmal das Höchste nochmal an Schaden. 14 war das, ne? Das war der falsche Bogen, aber beim Jägerbogen kann Feuer ja auch nicht schaden. Okay. Ich hab mir auch mal so einen Feuerpfeil in den Rücken. Vielleicht gehen wir Rückenschmerzen weg. Ja. Versuch ist es vielleicht wert. So, jetzt ist die Frage.
Adam lässt sich schneller nachladen und zielen. Ah, okay, interessant, das ist cool. So. Moin, Mango, willkommen im Stream. Hi. Dass du da bist. Guck grad mal. Ich dachte, ich mache jetzt mit irgendwie zusätzlich noch Feuer oder so. Offenbar nicht. Schaust jetzt erstmal vom Laufband zu. Ja, mach das. Ich glaube irgendwie. Ne, irgendwie bringt das nichts. Dann bleiben wir hier bei den Feuerfallen. Oh, 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 Vorsicht. So. Drauf da, drauf da, drauf da. Und ihr müsst mal überlegen, die Quest hier gerade ist Stufe 12. Wir sind 19. Entweder ist die Stufe zu niedrig angesetzt oder ich bin zu niedrig angesetzt. Also, oder ich bin einfach zu schlecht. Aber ich weiß, die nehmen halt einfach keinen Schaden auch, ne? Also. Ich weiß nicht, ob das an mir liegt, aber keine Ahnung. Gleich ist das Ding auch weg. Das könnte vielleicht sogar schon reichen. Ja, mehr Feuerpfeile können wir jetzt auch gar nicht mehr machen. Yep, nice. Yo. Okay, wie gesagt, mehr Feuerpfeile können wir gar nicht machen. Das hat super geklappt jetzt. Wir haben noch 50 Feuerpfeile. Was heißt super geklappt? Immer schön versteckt. Aber keine Ahnung, wie ich das anders hätte machen. So, dann lass uns doch mal gucken, wo hier noch so ein paar... Ach komm, jetzt die Sachen noch zum Looten auch. Ja, die nehmen wir alle mit. Was von alle. So. Was haben wir hier? Altes Gefäß. Ach, das, was der eine Händler haben wollte, ne? Absolut kein Platz dafür. Kein Platz dafür. Hat auch nicht. Vielleicht stürze ich mich gleich mal irgendwo rüber, um das mitzunehmen. Runter. Sonst noch was hier zum Looten? Ich sollte halt auch echt einfach öfter an die Gesundheitstränke denken und nicht immer nur den Medizinbeutel nutzen. Hallo? Ne? Okay, dann nicht. Dann sprechen wir jetzt direkt mal mit dem Olin. Versprochen. Ich sage dir alles. Das musst du wohl. Jetzt bin ich auch mal gespannt. Die Mörder, die bei der Erprobung waren. Wer sind die? Die Eclipse, eine Art heilige Krieger, ein Kult der Schattenkarja. Schattenkarja? Sie sind nicht wie die Karja, die ich kenne. Sie beten nicht zur Sonne, sie beten zu einer Art Teufel. Ihr Aberglaube interessiert mich nicht. Oh, das ist kein Aberglaube. Ihr Teufel ist real. Er hat einen Namen, eine Stimme, eine schreckliche Stimme. Sie tun, was er befiehlt. Okay. Du sagst, der Teufel der Eclipse hat einen Namen? Hades, so nennen sie ihn. Wie auch sonst. Hades. Und er kann sprechen? Bei meinem Stahl, ich hörte es. Einmal, als er dich sah. Diese Stimme. Ein kaltes, schreckliches Klirren, das an den Knochen kratzt und dich aushöhlt. Metallisch, aber nicht wie aus der Erde oder dem Schmiedeofen. Oh, da läuft ja ein Schauer über den Rücken. Bedrohung erkannt. Nur zwei Worte. Mit der Stimme eines Teufels. Ja, ein Roboter. Was wollen die Eclipse-Kultisten noch, außer mir? Ich weiß es nicht. Aber mit dem Karja-Bürgerkrieg wollen sie wohl Avad stürzen und Meridian zurückerobern. Was habe ich damit zu tun? Ich weiß nicht. Im Kampf bei der Erprobung griff mich ein Mann an. Groß, stark, tote Augen. Helis,
Und wer ist das? Der Schrecken der Sonne. Wir nannten ihn Leichenstapler, als er der Streiter des Sonnenkönigs war. Wäre er ihm nur ins Grab gefolgt. Er führt jetzt die Eklipse an. Das war der Anführer. Er ist der gefährlichste von allen. Okay. Bei meinem alten Haus, wo wir mit Rust gewohnt haben. Rust? Nee. Einmal bevor wir los sind, waren wir da, ja. Wie kam die Eklipse auf dich? Ja, sie entführten deine Familie, aber warum du? Ich war ein Wühler. Ich grabe an dunklen Orten und bin gut darin. Sie wussten wohl, dass ich ein guter Späher wäre. Ich war in einer Höhle bei Schöpfers Ende. Als ich rauskam, warteten sie. Ich lachte über den Priester. Und er zeigte mir Helis Engagement. Da lachte ich nicht mehr. Er gab mir den Fokus, um mich zu überwachen. Ich folgte Befehlen. Du hattest Zugang zu Meridian. Warum kam sie nicht an Avat heran? Jemand wie ich erhält keine Audienz beim wahren Sonnenkönig. Aber was Ersa und Eren mir erzählten, die Eklipse hörte jedes Wort durch den Fokus. Yes. Deshalb konnte ich dich nicht warnen, denn sonst hätten sie meine Familie getötet. Ich verstehe. Dass die Familie entführt haben, wussten wir ja schon. Warum graben die Eklipse alte Maschinen aus? Und wie bringen sie zum Laufen? Ich dachte, sie wollten die Teile, doch sie erwecken sie wieder zum Leben. Sie pflanzten ihn in irgendein Gerät ein, sodass Hades sie aus ihren Gräbern rufen konnte. Okay. Gegen solche habe ich schon gekämpft. Gibt es andere? Auch das Grab von Rust besuchen. Die du erledigt hast. Hey, müssen wir auf jeden Fall nochmal machen. Aber es gibt noch andere, viel größer, die uralte Waffen tragen. Sie heißen Todbringer. Ich habe sie nur in der Erde gesehen, aber nach heute ist alles möglich. Anscheinend bauen sie eine Armee auf. Noch stärkere Dinger. Ja, oh nein. Wird die Welt fallen. Und ich bin mitschuldig. Die Eklipse sollten mich töten, weil ich einer Frau ähnlich sehe. Älter als ich. Viel älter. Kurzes Haar. Wer ist sie? Ich weiß nicht. Mein Fokus fand einmal ihr Bild in den Ruinen bei Schöpfers Ende. Vielleicht findest du sie dort. Vielleicht sollten wir dahin. Wie? Da war eine Tür und daneben irgendein altes Gerät, das Bild der Frau enthielt. Mein Fokus hat den Ort gespeichert. Du siehst aus Guck wie mal sie. Raus. Ist sie deine Mutter? Ich stelle hier die Fragen. Bitte ich. Ich habe genug gehört. Beenden wir es. Ich werde nicht um mein Leben betteln. Aber wenn etwas Mitgefühl in dir steckt, rette meine Familie. Bitte. Wo kann ich sie finden? Mein Fokus hat den Ort gespeichert. Dort sind immer Wachen. Aber du kommst bestimmt damit zurecht. Bestimmt, ja. Möge deine Schuld, es ist kompliziert, dein Leben ist verwirrt. Oh, das ist eine schwierige Entscheidung. Ja, er hat's gemacht, weil seine... Aber guck mal, wie viele andere Leute dadurch jetzt getötet worden sind und... Die ganze Welt in Gefahr gebracht dadurch. Die hätten wahrscheinlich auch einen anderen Weg gefunden, irgendwie einen anders. Schwierig. Überflüssig. Ja. Ach komm. Wenn wir ihn jetzt töten, dann bringt das die ja auch nicht wieder zurück, ne? Es wird viele gute Taten brauchen, bis alles abgegolten ist. Du verschonst mich? Nach all meinen Taten? Ja. Ein neues Leben, Olin. Und schmiede es weise. Dann stehe ich den Rest meines Lebens in deiner Schuld. Geh dorthin, wo deine Familie gefangen ist und warte auf mich. Ihre Leben sollst du zuerst retten. Es ist zu viel der Gnade. Aber ich werde sterben, um mich als würdig zu erweisen. Ich werde auf dich warten. Na dann. Okay. Ich hatte aber auch irgendwie gehofft, dass es vielleicht ein bisschen mehr Loot gibt. Ja, was ist denn? Kollateralschaden.
Kultistenfolterer. Ja, warum kann ich den denn nicht plündern? Schöpfers Ende. Jetzt lasst uns erstmal gucken. Schöpfers Ende ist erst 14. Aber ich würde trotzdem gerne erstmal ein paar Nebenaufgaben machen. Einfach aus Gründen. ich würde sagen, wir fangen einfach hier mal mit den niedrigstufigen an. Und zwar das Banuk-Lager. Das mich halt auch wirklich interessiert, was das da mit diesen zahmen Dingern zu tun hat. Wo müssen wir denn da hin? Oh, ganz weit zurück. Ganz weit. Hier hoch. Ja. Okay. Auf in die eisige Wildnis. Was ist das? Da, 30. Okay, das ist zu groß. Sonst hätte ich gesagt, machen wir das auch direkt mit. Was habe ich denn so für Skills gelevelt? Ja, ich habe so ein bisschen verteilt, ne? Von allen so ein bisschen. Das habe ich hier vorhin mit dem Ausbeuter vorhin mal fertig gemacht. Ich glaube, ich sollte mir mehr angewöhnen, mit dem Überbrücken zu arbeiten. Deswegen ist das hier eigentlich als nächstes geplant. Es gibt aber so viele Sachen, die halt gut wären. Die ich gerne hätte. Erhöht Ressourceninventarplätze, erhöht die Chance heute Knochen. Das hier ist halt auch echt gut, ne? Ah, ich hätte so gerne alles. Ach ja. Na jetzt, ich würde den Weg jetzt nicht laufen. Wir machen jetzt einmal eine Schnellreise hier hin. Ja, ich bin da immer sehr, sehr unschlüssig. Ich weiß nie, was ich nehmen soll. Weil bei The Witcher, da war das einfacher. Da war mir irgendwie so ein bisschen klar, was ich nicht einsetzen will und was schon. Hier ist alles irgendwie sehr nütz. Deswegen, ja, sollten wir am besten viele Nebenquests machen, um XP zu farmen, viele Fertigkeiten zu leveln. Aber wie gesagt, das war jetzt eine Queststufe 12, die wollte ich jetzt einfach fertig kriegen. Jetzt machen wir erstmal die anderen. Jetzt wieder hier. Und ich muss auch sagen, die Gegend gefällt mir. Das finde ich auch schöner als die. Das wird mir unterwegs sicher weiterhelfen. Sicher, was haben wir da? Dafür nehmen wir aber vielleicht den Jägerbogen. Ist vielleicht besser. Was mir natürlich auch klar ist, ist, dass ich viel zu wenig Spuren markiere. Viel öfter machen. Die wird sicher noch nützlich sein. Auf in die eisige Wildnis ist der Below Zero DLC. Kannst du am besten kurz vor dem Finale machen. Ah. Okay, ich verstehe. In welchem Zeitalter spielt das Spiel? Das Spiel ist postapokalyptisch, ne? Also irgendwann in der fernen Zukunft. Dein Ernst? So. Below Zero DLC. Wie viele DLCs gibt es? Kannst du mir das mal sagen? Weil, was ich dabei habe, ist Frozen Wilds. Gibt es noch ein zweites, das Below Zero heißt? Ah.
sieht man nicht hieran irgendwie, ob das zu einem DLC gehört, ne? Bei The Witcher hat man es ja gesehen, dass das zu einem DLC gehört und nicht zum Hauptspiel. Achso, okay, alles klar. Also gibt's nur das eine DLC. Dann hätte ich mir das andere nämlich noch holen müssen, aber so habe ich es halt dabei. Das wird mir noch weiter. So, das haben. What? Das haben die fliegenden Viecher mitbekommen. Jetzt gibt's ja auch nur die fliegenden Viecher. Ich hoffe, die sind wenigstens. Ja, der futtert den. Das ist meine Beute. Ich würde ja jetzt mal versuchen, gegen dich zu kämpfen, aber da sind mir zu viele andere noch. Also jetzt bin ich mal gespannt. Kann ich mir da dann nichts nehmen oder was? Das wäre ja gemein. Jetzt kann ich den nicht mehr looten. Ist das frech. Er wäre da nicht so viele. Wie heißen die nochmal? Panzerwanderer. Hätte ich jetzt mal versucht, gegen den zu kämpfen. Um zu gucken, wie stark der ist. Aber so macht das halt, glaube ich, wenig Sinn. Selber fast sehr gut gegen die Fliegen. Oh, ich habe mich schon gefragt. Ich habe mich schon ein bisschen bereut, den gekauft zu haben. Ja, verstehe, damit die nicht wegfliegen können, ne? Okay. Merke ich mir dann. Aber hier ist eh erstmal blöd gegen. Geh mal hier ein bisschen durchs Wasser. Wir haben ein Lagerfeuer entdeckt. Wo denn? Haben wir doch schon. So, dann schwimmen wir hier mal ein bisschen durch. Da hinten ist ein Fisch. Da ist viel Loot. Kommt der Fisch hier hin? Bitte gib mir Fischgräten. Natürlich nicht. Ach komm. Völlig durchnässt. Ja, ja. Zum Glück habe ich das Leder gut gegerbt. Das hält. Ja, ein Glück. So, ich würde mir gerne den Loot da holen. Plünderer, ja. Vielleicht schafft es hier einen zu überbrücken. Sind nur die drei, ne? Ein Jäger, zwei Jäger und ein Wächter. Ich sehe hier aber gerade nichts, worin ich mich verstecken könnte, leider. Komm hinholen. Ja, okay, danke für den Hinweis. Ich werde. Mal ausprobieren. Wenn nicht so viele andere Maschinen in der Nähe sind. Ja, sind halt nur Spiele, ne? Die Jagd ist vorbei. Nö. Jetzt kommt der Kampf. Nö. Wollten wir nur ein bisschen Medizin holen. Da kommt sie nicht hoch. Oh, das ist jetzt blöd. Doch, hier kommst du hoch, ne? Komm doch, als ob du da nicht hochkommst. Aloy, ich bitte dich. Guck mal, jetzt hast du so viele gerufen. Ist das dein Ernst? Junge! Sieh nur, was du angerichtet hast. Junge!
Warum nicht noch mehr? Alter! Okay, warte. Jetzt, wo wir da mal den einen Vogel haben. Eure Sachen. Richtig. Okay, das war auf jeden Fall zu weit. Bam. Naja, das passt nicht. Das ist zu weit. Das brauche ich. Die Range ist etwas kleiner, als du denkst. Ja, habe ich gemerkt. Aber ist ja nicht schlimm. Aber da kamen jetzt echt ganz schön viele, ey. Naja, wir machen uns weiter Richtung Lager. Können auch einfach hier weiter geradeaus laufen. Habe ich da nicht gerade was gesehen? Außer das Kaninchen? Panzerwanderergebiet. Klingt ja verlockend. Fische sind auch nicht da.